Malte, für Lichtkraft wird dies braucht man gar nicht so viel. Nämlich nur eine Fotokamera und eine Taschenlampe. Immo, was müssen wir jetzt einstellen? Ja, es kommt auf die Belichtungszeit an. Also wir machen erstmal ein Bild mit einer relativ kurzen Belichtungszeit. Das ist so eine 125. Sekunde. Und dann fangen wir mal an. Okay. Und jetzt musst du mit der Taschenlampe wedeln, ja. Genau. Wunderschön. Das sieht jetzt aber noch nicht wirklich nach Lichtgraffiti aus. Das heißt also, bei einer kurzen Belichtungszeit sieht man das Licht der Taschenlampe als kleinen Punkt. Ich würde sagen, jetzt nehmen wir mal eine richtig lange Belichtungszeit, 20 Sekunden. Dann kommt das Licht länger in die Kamera. Dafür machen wir das Studio ein bisschen dunkler und dann sieht man richtig schön die Lichtstrahlen. Wollen wir es mal probieren? Ja, ich bin gespannt. Mach mal wie gerade wieder so kleine Kreise und wird immer größer. Also mit einer langen Belichtungszeit werden sogar meine Bewegungen auf dem Bild sichtbar. Und deswegen kann man mit Licht so tolle Graffitis machen. Ja, und wir können noch viel mehr coole Bilder machen mit verschiedenen Farben und Formen. Ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Bist du unten? Ja, ich bin jetzt wieder unten. Ich bin unten. Vielen Dank, Emo, das hat mir wirklich so viel Spaß gemacht. Und schau mal, Malte, im Licht Graffiti machen bin ich jetzt Profi.